Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir spielen Witcher 3. Geralt ist jetzt wieder in Novigrad. Und zwar ist Pepe zurückgereist nach Novigrad, weil er nämlich unbedingt Gwyn spielen wollte gegen Rolfen. Und hat gewonnen. Und hat gewonnen, genau. Hat eine schöne Karte gekriegt und jetzt dachten wir uns, können wir mal gucken. Das sieht aus wie Hackers Quartier. Man hat halt auch so eine Frisur wie unser Freund Sultan. Hm? Einen kleinen Moment, Hexer. Hey, du kleiner. Jetzt bin ich aber neugierig. Wieso warst du an dem verdammten Abend, an dem Hurensohn mich umbringen wollte, nicht da? Das war Zufall, ehrlich. Ich war im Bordell. Ich hab Zeugen. Ich bezweifle nicht, dass du Zeugen hast. Den Teil mit dem Zufall, den bezweifle ich. Ach, was für ein scheiß Gespräch. Nur Geschwätz. Das führt zu nichts. Jungs, redet ihr mit ihm. Es ist einfach. Ich will wissen, wo Hurensohn ist. Schlimmer Typ, dieser Hacker, hm? Ja. Ich hab dich nicht verraten. Nie. Aua, da spritzt das Blut. Oh. Nein, nein, ich weiß nichts. Tja. Egal, ob er schuld ist oder nicht. Die sehen so richtig freundlich aus, diese... Ah, Typen von Hacker. Ja. Hilfst du mir, Junior zu finden? Ich wollte meine Jungs gerade zu Hurensohns Verstecken schicken. Eine Hexerklinge wäre nicht verkehrt. Führ meine Männer an. Bring Junior den Krieg und zerr ihn aus dem Versteck. Da profitieren wir doch beide. Hurensohn darf nicht sterben, bevor ich mit ihm gesprochen habe. Meine Jungs sind heißblütig und so gefallen sie mir. Wenn du sie bremsen willst, viel Glück. Tja. Bleibt uns keine andere Wahl, ja? Tja. Na schön. Nun, ich nehme an, Junior versteckt sich in seinem Casino in Gildorf. Oder in der Arena unter den Scherben. Meine Jungs werden da sein. Finde ihn. Sympathisch ist mir dieser Hacker auf keinen Fall. Ja. Da finde ich den Dixer auf jeden Fall noch besser. Wenigstens ist er intelligent. Wenn er auch eine Schlange ist, wahrscheinlich. Ja, allerdings. Also ja, wird er wohl sein. Wenn der Geheimdienstchef war dann. War immer im schon. Leben muss man was riskieren und nicht einstecken. Gut, da müssen wir mal gucken. Ich meine, das ist sowieso alles unser Ziel. Ach, ich weiß es auch. Egal, ob wir nach dem Schatz oder nach Hacker gehen. So, was haben wir hier? Das ist als erstes markiert, die Banden von Novigrad. Ah, da ist das Casino. Oh, gut, gehen wir da mal hin. Jo, jo, gut. Jo. Ist zwar eine Ecke, aber wir haben hier nichts Vernünftiges zum Schnellreisen. Ich muss mal was abladen. Hey, die laufen auch noch immer so komisch. Schlagen Haken. Ja, das macht der Geralt auch. Sei gegrüßt. Ja, Geralt verheddert sich ja an Straßenlaternen. Götter, der Sensenmann kommt nicht um. Halt, falsch. Ja. Hä? Was? Ja. Ja, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Wo schreien denn die alle so? Ich sehe nicht. Ich auch nicht. Ach, die Scheiße. Ach komm, es. Schreien denn die? Du wirst ja nichts feststellen. Ach, keine Ahnung. Ich werde da ist einer. Wieder mal sowas. Das sind die Leute von den Hurensohn. Die passen, kommen uns gerade richtig. Wo ist dein Chef? Verrät er uns nicht mehr. Ach, der ist schon hin. Da brauche ich nicht mehr drauf. Toter spricht nicht mehr. Sie hören totes Reden nicht. Schade. So. Gut. Die liegen auf unserem Weg. Hey, im wahrsten Sinn des Wortes. Was muss ich tun, um deinen schönen Tag zu kriegen? Steck das Schwert weg, du erschreckst die Kinder. Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Du hast jetzt irgendwas getrunken oder eine Schwalbe zu dir genommen. Eine Schwalbe? Nee, eine Schwalbe nicht.
vorhin. Ja, ich habe eine Schwalbe getrunken. Naja. Wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch nur das Schwert wegstecken. Tja, das kommt davon, wenn man nicht guckt, was man tut. Man kann nicht gucken. Nein, kann man nicht. Nö, in dem Fall nicht. Mann von Hacker. Sind die wohl, die warten auf dich, ja? Das sieht fast die Männer so von aus, Hacker. Ja. Da hinten gibt es noch ein Ausrufezeichen, das holen wir uns aber hinterher. Mhm. Ich hoffe, das geht noch. Wir sind bereit, jederzeit. Okay. Auf dein Zeichen gehen wir rein. Oho, höchste Zeit, dass wir Hurensohn zeigen, wer der Boss ist. Du kannst im Dunkeln sehen und bist zäh. Du wärst und ein toller Erzaderschnüffler. Erzaderschnüffler. Klar doch. Schiebt uns das auch noch in die Schuhe. Abgeschlossen. Du musst mit ihm rein. Art oder wie? Ich hab keine Ahnung. Geht das mit Art? Soll er wohl nicht an der Tür scheitern, oder? So, wie kommen wir hier rein, verflixt? Ja, das wissen wir jetzt immer noch. Und wenn ich einen Hexer als Schuldeneintreiber anheuern würde? Da wurden wir gerade unterbrochen übrigens, aber wir haben jetzt alle Telefone abgeschaltet. Ja. Nee, mit Art geht es hier nicht, da vorne auch nicht. So nicht. Aber die stehen alle da vorne. Scheint, ich habe schon von dir gehört. Hier ist er noch nicht mit. Mama, wo bist du? Wir schreien die schon wieder. Es ist schwer, hier Arbeit zu finden, Hexer. Musst du wohl woanders rein. Die stehen alle voller hier vielleicht. Muss immer nur mit Art probieren. Mann. Nee, na gut. Ach so, ja. Mal probieren musst du mal. Sollte man immer mal probieren, hast recht. Geht nicht. Nee. Die Hacke auch, kann man hier hoch. Befürchtet. Aber hier geht's ja ins Nebenhaus. Da geht's vom Nebenhaus da rein, aber ist auch geschlossen, oder? Mann, heute haben wir aber nur wirklich kein Glück mit unseren Häusern. Spitzeln wird mit dem Tod bestraft. Ist das halt eine Tür? Der sagt nichts. Ich hasse die verdammten Türen. Keine Tür. Nee. Gut. Ich hasse die verdammten Huren, deswegen heißt du auch Hurensohn, ne? Ja, jetzt sind wir aber schon wieder weit weg davon. Mhm. Warst du schon mal. Da sind die Leute von Hurensohn, von Hacker. Kannst du ja mal runterspringen. Mal sehen, wie es dir dann geht. Er hat zu viel gesehen. Auch da, was sind das denn? Dann geht man nicht. Ach Mann. Was, also sterben die Leute von Hurensohn schon? Bevor sie überhaupt drin sind. Von Hurensohn, von Hacker schon, bevor sie bei Hurensohn überhaupt drin sind. Ja. Irgendwas gegrilltes. Sind die jetzt alle weg oder was? Oder waren das nicht die Leute von Hacker? Irgendwie. Nimm dich vor den Wachen in Acht. Die sind schlimmer als Gauner. Ja, danke. Glauben wir dir gerne. Wundert mich gar nicht. Nee, ich glaube, es waren auch gar nicht die Leute von Hacker, oder? Da oben. Nichts zu machen. Irgendwas steckt hier. Das ist einfach nur ein Junge, ist kein Zwerg. Wir wollen Monster töten. Ja, dann tut er's. Los, fangt an. Je mehr ich trinke, desto schlauer werde ich. Das ist gut, das könnt ihr brauchen. Ah, da ist eine Urkunde. Wir kommen wieder vom 100. ins 1000. Ja, nur weil wir nicht reinkommen können in das Haus. Warum haben wir dann auch keinen Schlüssel bekommen? Aha. Ach so, Arena. Ah, aha. Das trifft sich ja gut. Ja. Genau, Quest aktualisiert. Das ist wir schon mal da unsere Eintrittskarte in die Arena. Genau. Und da wollten wir doch hin. Vielleicht brauchen wir das. Ja, aber erst wollten wir in die Dings. Wollten wir da ins Casino. Dann gehen wir erstmal in die Arena, oder? Oder wie? Oder müssen wir erst ins Casino? Fertig? Ja, wir gehen auf dein Zeichen.
gehen wir. Gut. Was geht's dann mal los. Ich habe schon von dir gehört, Weißhaar. Dann folge ihnen einfach. Die wissen schon, wie man da hinkommt. Die wissen, wo es reingeht. Wahrscheinlich war es das, was wir machen mussten. Guck, wir gehen da rein. Hier runter. So einfach war das. Ach, das eine war ein Pferd, lass dir mal in Ruhe. Müsste von wegen da rumspringen und so. Das war aber gemein markiert. Ich sollte mich umsehen. Au! Oh, der haut da von hinten, also wirklich. Ah, oh, das ist nett von ihm, dass er runtergekommen ist. Ja. Da ist auch einer. Na, du willst dir doch nicht entgehen lassen. Nö. Der nächste bitte. Oh. Was denn? Der ist schon tot, einfach so umgefallen. Geralt ist im Kampfrausch. Da gerade irgendjemand mit Art. So, einfach so. Art von Kopf geknallt und der weiß ja jemand gar nicht da, oder? Also könnte sein Kopf dann auch nicht da. Jetzt gucken wir uns hier erst mal um. Schon schwer, hier Arbeit zu finden, Hexer. Ja, ja, das glauben wir. Was ist denn das? Zwergenschnaps. Oh. Ein Fläschchen. Oh ja. Ich glaube, die brauchen das Zeug hier sowieso nicht mehr. Nee. Wir sorgen dafür, dass es nicht verkommt. Du kannst auch mal ein bisschen Wasser trinken, wer weiß, was dich hier oben erwartet. Jo, ist nicht verkehrt. Wir haben's ja. Ja, das würde ich auch sagen. Du kannst bald einen Laden aufmachen. Oh, 80 Wasserflaschen. Ja, sag ich doch. Nein, ich wollte doch die 100 voll kriegen. Ja, die kriegst du schon auch voll, keine Sorge. Ja, die. Und alle weiß. Straßen führen nach Mahakam. Ja, meinst du? Meinst du? So, ich glaube, hier unten ist ordentlich. Gut, gehen wir nach hier oben. Hier ist aufgeräumt. Mhm. Der hatte noch ein paar Floren in der Tasche. Nette Klingen hast du da. Ja. Oh, doch. Sind größer als ihr, hm? Du kannst im Dunkeln sehen und bist zäh. Du wärst ein toller Erzaderschnüffler, wenn du nicht so groß wärst. Genau, ja. Ist ein bisschen zu groß dafür, stimmt. In den Minen darum zu krauchen? Hier ist ja gar nichts. Leiche ausgewandelt. Jetzt weiß ich, warum die Menschen immer Kinder reingeschickt haben in die Minen. Also keine ja, Zwerge hatten. Schlagt ihn! Tötet ihn! Reißt ihn von hinten! Da haben sie ihre eigenen Kinder zu Krüppeln gemacht. Doch. Ach. Da geht sie auch rein, aber jetzt gucken wir erstmal hier. So, hier sind wir hochgekommen. Ah, der hat ja bei der was in der Tasche zum Lesen. Warten wir gleich mal lesen. Na? Okay, wir lesen mal. Dann lesen wir mal. So, hier ist nichts Neues, dann muss es hier dabei sein. Einnahmen und Ausgaben. Spielsalon. Ja. Ah, Schuldner. Hm. Sagt uns alles nicht viel, oder? Ich muss sehen, dass man eine Menge einnimmt und nicht besonders viele Kosten hat. Die sind relativ gering, die Kosten, verglichen zu dem,
Was? Ach, das sind die Ausgaben. Ausgaben. Aha. Boah. Aber wo sind denn die Einnahmen? Die sind geheim. Ich habe jetzt mal Einnahmen gelesen, aber stand da Ausgaben. Ja, wirklich. Schuldnerliste. Na ja, auf der möchte ich lieber nicht stehen. Nee, ich glaube, das ist ziemlich ungesund. Dich haben sie ja halb totgeschlagen. Oh, hey, Rico, hörst du mich? Stand doch auf der Liste. Ach, stand die auch auf der Liste? Ja, hier. Nee, ach, ist denn wo weg. Ist das denn jetzt? Das ist wieder automatisch zu den anderen. Der verschiebt geschoben. Das, Emma. Ja, ist ja wurscht. Also Rico stand für Liste drauf. Ja, Rico drauf. Stand auf jeden ja. Fall auf der ist Liste. Ist er dann in die normale Bücherdings reingeschoben, glaube ich. Ja. Wenn du es schon gelesen hast. Warum spricht der nicht? Lebst du noch? Bring mich nicht um. Naja, hab ich nicht vor. Wer zum Teufel bist du? Hab unten Schreie gehört. Jetzt ist alles gut. Hilfst du mir? Klar. Du siehst aus, als könntest du unsere Hilfe brauchen. Reden wir erstmal mit ihm. Ja. Wie heißt du? Rico. Rico Meiersdorf. Warum bist du hier? Wonach sieht's denn aus? Zum Sitzen und Trinken natürlich. Also gut, schlau und hart funktioniert nicht. Sie halten mich für einen von Bethlams Maulwürfen. Aha. Bist du einer? Nun, irgendwie schon. Und was hast du irgendwie ausgefunden? Hurensohn arbeitet mit den Redanian zusammen. Ich weiß nichts Genaueres, aber er steht auf ihrer Seite. Das ist alles, was ich weiß. Lauf. Pass auf dich auf. Danke. Ich tauche unter, bis sich alles wieder beruhigt hat. Bethlam wird erfahren, dass du mir geholfen hast. Geh zu ihm. Er wird dich belohnen. Na gut. Weiß Dijkstra, dass Junior eine Abmachung mit den Redanian getroffen hat? Tja. Gute Frage. Okay. Aber ich denke mal, so wie ich den kenne, wird er schon wissen. Gucken wir uns hier nochmal um. Ausmachen? Nö, wozu? Wir sind froh, wenn wir mal ein bisschen Licht haben. Außerdem sind wir hier, um Licht ins Dunkel zu bringen. Wird uns die Kerze allerdings nicht viel helfen dabei. Mhm. Gut, sind wir hier fertig? Ja. Mehr ist hier nicht. Nochmal rundum gucken. Noch irgendwo eine andere Tür? Man weiß hier nie so genau, ob da nicht irgendwo noch eine Geheimtür ist. Guck mich mal genau um. Hier ist nur ein Fenster. Ne, ich sehe. Ja, ich schätze mal, dass Junior nicht hier ist, oder? Nee, Junior ist wohl nicht hier. Habe ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Nee. Der weiß ja, wo man ihn sucht. Also werden wir ihn schon irgendwie locken müssen oder irgendwo in einem Rattenloch aufstöbern. Tja. Und wenn ich einen Hexer als Schuldeneintreiber anheuern würde? In der Mine ist's wie im Krieg. Man weiß nie, wann man dran ist. Träum weiter, Kleiner, von wegen Schuldeneintreiber. Das war's ja wohl. Oh ja. Oh, Geralt der Rivier. Hexer? Na gut. Das so, war dann dieser gehst du jetzt zur Hacke, oder was machst du jetzt? Alle Straßen führen nach Mahaka. Ja, naja, für euch. Nicht für jeden, weißt du. Ich vermute, bei der Arena steht auch ein Trupp von Hacker vor der Tür. Mhm, dann gehen wir zur Arena. Können wir gerne machen. Jo.
Da ist die Arena. Ach so. Er meint, ich soll zum Bettlerkönig gehen und mir die Dings holen. Ich würde gern das, die Belohnung kommen wir uns immer noch holen, ja? Na, er ist auf einen anderen Quest gesprungen, das war's. Weil du ihn getroffen hast. Ja. Macht er ja oft, dass er auf einen anderen Quest hinspringt. Hier, finde Junior, da sind wir dran. So, wir sind hier und die Arena ist wohl hier. Was ist da? Na, das ist auch eine Alternative für die Junior. Ach so, ist aber nur eine Alternative, das ist jetzt noch nicht. Also die ist jetzt noch ist nicht... Ist sowieso noch klein, ist noch nicht ja, genau. relevant. Kann, ja. Könnte man schon, aber das ist nie gut, weil dann verpasst man einiges und unter Umständen sind dann auch... Quests gescheitert. Hat gerade jemand gekurgelt? Ich vergesse immer, wenn mehrere Quest-Markierungen an sind, den aktiven zu markieren. Nee, weil der hat nicht gekurgelt. Hier auf der Minimap sieht das nämlich nicht. Es sind ganz viele Ratten so hier. Leid. Ich meine nicht nur die auf zwei Beinen, auf vier Beinen. Ja, ja, das sind zwei- und vierbeinige unterwegs hier. Schon gehört? Man hat Hackers Haus geplündert. Kein Durchgang. Hackers? Und häng hier nicht rum. Man hat Hackers Haus geplündert. Dann müssen wir doch mal zu Hacker gehen, du. Hä? Hallo. Ich kenne dich nicht. Du kommst nicht rein. Und steh hier nicht rum. Wir sind hier noch nicht da, die Leute. Tja. Warum, wie du meinst? Ich weiß nicht. Ach, ich nehme den sicheren Weg. Kennst du dieses Papier? Ein Kampfvertrag. Gut, du kannst lesen. Auf wen ist er ausgestellt? Hier steht, Stanek. Auf Stanek ist er ausgestellt. Ich bin Stanek. Noch Fragen? Rein mit dir. Nicht rumwandern. Geradewegs zu Igor. Sofort. Also gut. Guten Tag, dann links. Gut. Na gut. Oder ich würde sagen, wir machen jetzt dann eine Pause, also. Eine längere. Na gut. Machen Sie jetzt mal weiter, okay? Dann bis dann. Bis dann, ciao. Tschüss.